Moin, meine Herzen, willkommen bei Blunbrain Digital und einer weiteren Folge Infernax. Und somit auch bei einer weiteren Frage der Folge, nämlich, tada, gut, neutral, böse. Anzeige? Das ist immer so kryptisch geschrieben, ne? Gut, dass ich damit nun erkläre, was ich eigentlich meine damit. Ich hatte es in der letzten Folge oder ein paar Folgen vorher, ich weiß nicht mehr ganz genau, hatte ich das mal angesprochen, wie praktisch eine Anzeige wäre. So ein bisschen wie bei Knights of the Old Republic, die Star Wars RPGs und sowas da, wo man ja auch so ein bisschen, glaube ich, sehen kann, in welche Richtung du schwankst. Eher ins Gute, eher ins Neutrale, eher ins Böse. So, wie würdet ihr so eine Anzeige hier bei Infernax finden? Ne? Vielleicht auch, ich sagte ja auch, dann, ne, dass man die vielleicht nicht beim ersten Durchlauf, sondern eher bei so einem New Game Plus so haben könnte, weil man dann hat man es ja einmal durchgespielt, theoretisch. So, und dann ist es, glaube ich, schon okay, wenn man dann so einen Identikator hat, so von wegen, ja, ne, du wirst jetzt mehr böse, ne, du bist jetzt mehr auf dem neutraleren Weg, ja, du bist jetzt mehr auf dem guten Weg, so, ne? Ich meine damit jetzt nicht, dass man an der Quest sieht, ja, wenn du jetzt Ja sagst und den Damm zerstörst, das gibt dir böse Punkte auf dein Konto, ne? So, das meine ich nicht, ne, sondern dass man einfach so im Menü zum Beispiel sieht, im Inventar oder sowas, ah, du bist jetzt, ne, mehr böse gewesen, schon so, ah, du musst mal irgendwie was machen, was gut ist, wenn du, ne, in die andere Richtung willst oder sowas, so ein bisschen so halt, gut, wo ich das jetzt gerade gesagt habe, vielleicht so als optional, ne, dass man das halt in den Optionen anstellen kann, denn nach, also es dreht sich alles um diese New Game Plus Idee, ne? So nachdem man es einmal durchgespielt hat, dass man dann im Grunde auswählen kann, so hey, zeig mir bei den Quests an, ist das eine gute, eine neutrale oder eine böse Quest? Ne? So, was haltet ihr davon? Wär das was oder wäre das halt gar nichts? Ist das irgendwie eine blöde Idee oder wie auch immer? Schreibt es unten in die Kommentare. Und ja, wir setzen jetzt erstmal um, zack, und fahren fort. Achso, genau. Und es wird Nacht. Richtig, da waren wir ja. Puh, es ist Nacht. Wir gucken kurz, hat OBS alles übernommen? Okay, gut. Gut. Also, ja, wir haben die Wachen ja hier hochgeschickt. Hoffen wir, das war keine sehr dumme Idee. Wir gehen nochmal kurz auf Relikt gucken, ob hier noch irgendwas ist. Mal sehen. Manche glauben, die. Achso, das ja. Also, kann man ja gar nicht schlagen, ne? Ja, ja, ist ja gut. Hätte man sicherlich auch noch irgendwie beeinflussen können, das Ganze. So, wir gehen jetzt mal zurück in unsere Hauptbude. Da ist wahrscheinlich jetzt voll die Dämonenschlacht. Eventuell. Also, können wir hier B. Was war. Kadianto-Gipfel? Warte mal. Moment, Moment. Oh, wir haben den Dings noch gar nicht geholt. Dass wir schießen können, ne? Ah, deswegen ist es noch rot, ja. Na gut. Wir können aber zum Beispiel auch dahin. Wir können nämlich in die Hauptfestung des Bösen. Aber wir wollen jetzt auch nach Hause. Weil hier soll doch voll die Action sein, oder was? Ist aber nicht. Mal kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist, aber ihren Mann haben wir noch nicht gefunden, ne? Sein Geist hier. Kajanto, meine Seele, Dunkelheit, zu Hilfe. Ich weiß noch nicht, wo das sein soll. Ah, es muss ja Kajanto da irgendwo sein, ne? So. Ne, hier kommen wir raus, das wollen wir ja nicht. Ich meine, wir können natürlich in die Hauptfestung latschen jetzt, aber irgendwie denke ich, nee. Dafür ist es doch irgendwie noch ein bisschen zu früh, ne? Uns fehlt ja auch noch so viel irgendwie. Wir gehen mal kurz in die Base of Operation hier. In die Kirche. Dem geht's jetzt besser, ne? Danke für eure Spende, Lord Crusher. Achso, ja, ja. Hier ist alles wieder normal. Was mit ihm? Kann ich euch helfen, Lord? Oder geht so? Was mit ihm? Es bleibt nur noch die Rückkehr an den Ort, an dem der Wahnsinn begann, mein Lord. Die Urson-Zitadelle. Ja, nö. Wir müssen ja noch ein paar andere Sachen erledigen. Oder ist das vielleicht alles in der Urson-Zitadelle? Können wir das da vielleicht alles raushamstern noch so? Es gibt doch so ein paar Sachen, die sind mir noch nicht ganz klar. Wir sollten auch erstmal ein Gasthaus aufsuchen gleich. Unsere Tränke sind nicht mehr ganz voll.
So. Was sag ich mit ihm? Können wir für ihn noch was erledigen? Hier, wo ist er denn? Etage tiefer, ne? Da ist er ja. Oh. Was war das? Sir, Dazoth wird angegriffen. Wie erwartet, Lord Crushgore. Gehen wir zur Befestigungswahl. Da kommen sie! Diese Schlacht wird mühsam, doch bleibt standhaft. Heute ist kein Tag zum Sterben. Los, Lord Crushgore, zeigt ihnen, welcher Eifer in Dazoth steckt. Ja! Ja, kriegt auch einen eigenen Äxte zurück. Es sind weitere Feinde im Anmarsch. Bringt euch am Tor in Stellung. Diese verrückten Kultisten, ey. Wow. Hier. Oh, shit. Ich sollte vielleicht mal einen Heiltrank nehmen. Oh. Mein Wasser, es kommen weitere Feinde. Neu formieren. Achso, dann fängt der Kampf nochmal von vorne an. Naja, ja, gut, gut, gut. Ja, das war ein bisschen ungünstig. Da war ich ein bisschen übermutig, ne? Na gut. Ah, shit. Boah. Okay, gut. Wir gehen erst in die Kneipe. Ach nee, ein Leben habe ich noch, ne? Scheiße, alle Leben verballert hier, ey, meine Güte. Gut, okay, jetzt ist ordentlich. Das ist ja natürlich die Sache. Kommen wir auf die andere Frage nochmal zurück. Wenn wir jetzt hätten schießen können. Oh, scheiße. Ja. Ja, wenn wir jetzt hätten schießen können, dann wäre das wahrscheinlich wieder zu easy gewesen, ne? Da kommt der Dämon, ja. Oh, meine da. Oh, trink was! Oh, okay. Du bist? Gut, okay, jetzt haben wir gesehen, was da abgeht. Wir gehen also erstmal uns ein bisschen Alkopops holen hier. Ja. Es fehlen nämlich irgendwie alle, ne? Ah, Gott. Gut, alle voll. So. Mann. Ein bisschen doof angestellt eben, ne? Ist. Ach, es wird Nacht. Aber gut, das ist wohl irgendwie mal fast jeder Folge am Anfang so, dass ich mich da so ein bisschen dusselig anstelle und dann, dann geht das auf einmal alles, ne? Also, X. Spiel speichern. Ja, ich glaube nicht mit dem. Wir werden unten speichern können eigentlich, ne? Na egal. Ist ja auch Wumpe jetzt hier. Lass mal kurz sehen hier. So, nee, falsch. So. Was haben wir noch? Genau. Was haben wir noch für Quests hier? Wir schaffen ein Elixier. Und besessener Ehemann, ja. Für wen sollen wir das eigentlich noch besorgen? Ich weiß das gar nicht mehr. Shit. War auch schlecht, ne? Dass wir das nicht mehr wissen? Für wen sollten wir das nochmal besorgen? Wir gehen nochmal kurz hier zum Kajanto-Gipfel. Wo mag das... Wir haben den Boss haben wir getötet und sowas, aber... Oh Mann. Ah ja, stimmt, das gab's ja auch noch. Ha. Wo mag das nur sein? Also der Typ, der uns noch fehlt. Lass aber kurz zurücktapern hier.
Ja, mal schauen, ob die nicht doch irgendwo hier noch ist. Aber ich glaube fast nein. Dass ich ihn irgendwo übersehen habe hier oder sowas. Was haben wir alles aufgedeckt? Hier war der Kampf. Sterben wir, ne? Ja, ist okay, war klar. Ja. Scheiße. Da sterben wir also, na gut. Wieder was Neues gelernt. Sehe ich die das erste Mal so richtig? Das ist ja. Die sehen ja aus. Sonst sieht man die immer nur so wirklich im Schwarz und so und also mit dem Hintergrund dunkel und alles, ne? Und jetzt das erste Mal so richtig. Ja, hier, das Passwort haben wir ja nicht, ne? Das fehlt uns irgendwie noch. Und dann haben wir ihn hier ja noch. Erzählt bitte niemandem, dass ich hier bin, Crushcore, ja. Wie müssen wir das, oder müssen wir das den Dingens erzählen hier, den, ihr wisst schon, den, boah. Ich hab das auch drauf heute, ne? Aber heute ist irgendwie. Achso, ja. Das sinkt ja gar nicht ein. So, und ich glaube, da unten war doch die. Ja. Vielleicht kriegen wir da einen Drink. Lass mal testen. Oh. Scheiße. Wo wollten wir denn ganz hin jetzt? Oh, oh, oh. Ein bisschen Geld sammeln, das wollten wir. Es war von vornherein geplant. Rhythmus ist halt nicht mein. Können wir hier vielleicht ein Elixier kaufen? Das ist ein Elixier, ne? Heiltrank, Mana-Trank, Elixier. Aber für wen? Ich weiß das nicht mehr. Nein! Na gut. Das ist halt das Problem jetzt gerade. Dass ich überhaupt nicht mehr weiß, für wen wir das besorgen sollten. Aber wir haben es jetzt. Ist okay. Gehen wir jetzt nämlich mal kurz in die Kneipe. Achso, nee, gehen wir nicht. Die Taschen sind ja voll. Ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Für wen sollten wir das Elixier holen? Ach! Oder? War das für. Moment. West. Besitzt noch jemand Unterweltsträume? Unterweltsträume. War das für. Na hier, wo war denn der bloß jetzt? Das ist ja auch wieder. War das hier? Moment. Müssen wir ein bisschen durch die Gegend reisen nochmal. Der, Priestertyp. Da war die Festung, ne? Genau. Da ist der Friedhof. Die Küste. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der war, ne? Shit. Gucken wir kurz hier. Hier war das, wo wir noch nicht reinkommen, ne? Ja. Gesperrt, genau. Genau, so das wäre Lava und so weiter. Ne, ne, hier war es auf jeden Fall nicht. Nee. Hier auch nicht. Wo war denn das nur? Mit dem Werwolf auch, ne? War das hier?
denn hier beim Bürgermeister vorbei und so? Ja, gucken. Also Tag, okay. Weil ich glaube, wir mussten dem Tier verdient weil ich glaube, der Gläubiger da, ne, der sich selbst Geißelnde, der wollte das doch, glaube ich, haben, oder? Wohnte der hier? Ich krieg das gerade echt nicht zusammen. Scheiße. Wir gucken mal. Ne, hier war... Nee, hier war nur das Haus, was brannte, oder? Ja, ich glaube ja. Naja, hier war nur die Hütte. Oh. Nee, ich weiß gerade echt nicht, wo das war. Naja. Ach, da, der war der da. Das ist die Unterwasserstadt, ne? Ja, genau. Hier war, glaube ich, nichts weiter, aber... Genau, wenn wir hier hochgehen... Hatten wir alles gekauft hier eigentlich? Ja. Genau, ich glaube, da war das, richtig. Wenn wir hier hochgehen... Zack, zack, zack. Dann einmal hier hoch... Oh, warte mal, können wir mal kurz bei den Kultisten reinschauen, ne? Oh, ist geil. Wo waren die hier, ne? Ja. Mal gucken, ob die noch irgendwas erzählen. Können wir die hauen? Ne. Weil mit denen haben wir jetzt überhaupt nichts zu tun, ne? Ich denke nicht, dass wir jemanden wie euch gebrauchen können. Ihr findet selbst hinaus. Ja, okay, gut. Alles okay, so. So, und ich glaube dann, weil, ja genau, hier ist der Werwolf, ja. So, meine Güte. Mann, lass aber die Leute in Ruhe. Dann hier runter. So, hier. Oder wollte der es? Nee, der wollte Tränke haben, oder? Selbst wenn ihr diesen Kampf gewinnt, ist das Böse noch nicht besiegt. Um den Kreislauf des Leides ein Ende zu setzen, müsst ihr Azael, den Gefallenen, vernichten. Für den Kampf gegen ihn braucht ihr eine tiefe Kenntnis der Dämonologie und ihr müsst... Ah, die verfluchten Folianten. Scheiße. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich muss... ich weiß gerade echt nicht. Aber Azael, die verfluchten, dafür müssen wir doch... Doch, müssen wir wahrscheinlich doch in die Kapelle, ne? Ja. Na gut. Na gut. Aber wir haben zumindest ein Elixier geholt. Das brauchen wir für irgendwas anderes. Ich weiß es. Ich weiß nur gar nicht mehr wofür. Schisse. Will ich vergessen, ne? Wer wollte das noch haben? Na gut. Nee, falsch. Tschüss. Hier müssen wir hin. Zack. So. Di.
Wir werden angegriffen. Man in Arms hier. Okay. Da kommen sie. Wir probieren was anderes aus. Nicht den Blitz, sondern. Nein, falsch. Wo ist sie denn? Hier. Ah. Oh. Sehr gut. Okay, weiter auf einem Anmarsch. Schnell Rückzug. Der Vogel hält nicht viel davon, der greift schon mal an. Oh, aufpassen. Oh, was trinken? Die Vögel sind ja Bestien. Alter Falter. Oha. Alter, sind die übel unterwegs. Oh. Oh oh. Oh, trink was. Oh. So. Da kommen sie wieder. Wappnet euch. Oh, hau, hau. Oh, ach du Scheiße. Okay, nochmal die Geier rauslassen hier, die Mördervögel, ey. Oh shit. Das Tor, das Tor! Oh. Lass das Tor sofort los. Danke. Lauft nur davon, ihr Feigenhunde. Wir sehen uns schon bald wieder. Glückwunsch zu diesem großen Sieg. Da können wir zur Festung zurück, um über unseren Gegenangriff zu sprechen. Oh, also ohne die Vögel, meine Güte. Die fliegen immer noch. Ah. Gut, eine Glanzleistung war das jetzt nicht gerade. Wir sind ziemlich im Arsch. Und, ach ja. Lord Crashcore, auch wenn es sich schmerzt, so gibt es für diese Ketzer keine Hoffnung auf Erlösung. Wir müssen ihr Versteck stürmen. Mit eurer Unterstützung ist uns der Sieg gewiss. Seid ihr bereit für den Kampf, mein Lord? Ja. Wir müssen drei Verstecke säubern. Eines befindet sich in der Toran-Passage, ein weiteres am Mount Custer, ja, und das letzte am Kajanto-Gipfel. Achso. Den Spielern zufolge müssen wir in dieser Reihenfolge angreifen, um den Kult gänzlich zu zerstören. Die Männer warten bereits in Toran. Gebt ihnen Bescheid, sobald es Zeit für den Angriff ist. Okay. Ja, wie gesagt, das eben war jetzt nicht gerade eine Glanzleistung da, das war ja meine Güte. Und ohne die Vögel. Ja, gut, hätte ich es wahrscheinlich auch früher das Spiel irgendwie geschafft, so, ne? Aber das wäre. Trotz allem ganz schönes Gemetzel geworden, ne? Ja, krass, die Viecher. Krass! Hab mich gerade etwas überrascht jetzt, ne? Meine Güte. Ja, möchte ich, danke. Ja, möchte ich, danke. Ja, möchte ich, danke. Wir sind voll. Umschalten, danke. Das Elixier behalten wir erstmal noch. Gut, ich sag mal, hätte ich jetzt diesen Schießkram schon gehabt und so weiter, da hätte ich den geholt, jetzt hätte das alles funktioniert, dann hätte man wahrscheinlich einfach bam, 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 so, ne, weggeballert da irgendwie. Ich muss aber kurz was schauen, wie lange geht die Folge jetzt schon? Über eine Menge, 24 Minuten ist auch in Ordnung. So. Da, Tohan-Passage. Achso, das sind Arkos, ne? Vermutlich mal. Wahrscheinlich wird es wohl das sein. Hier mal gucken. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wenn er hier drin ist.
Ich will dein Auge auch wieder haben. Ne? Ja, gut. Achso, ah. Okay, bereit, wenn ihr seid, mein Lord. Bereit. Achso. Hm? Ah. Seid ihr bereit, Sir? Ja. Die haben mich da rausgeschmissen aus dem Kram, ne? Also, Angriff! Heilige Güte. Oh. Hohepriester der Kultisten. Tür wurde aufgebrochen. Tötet die Eindringlinge. Oha. Der ist neu. Boah. Oh, oh, wow, 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 wow. Puh, der macht ganz schön Schaden, wenn er trifft, ja? Nicht schlecht. Oh. Oh. Okay, gut. Ich weiß Bescheid, mein Freund. Alter. Gut. Wow, wow, wow. Vielleicht erstmal die Normales hier wegtöten. Was ist noch da ein oder was? Okay, gut. Oh, oh, fuck. Okay, nicht auf sein. Gar nicht mal so ohne. Das nächste Versteck ist auf Mount Casca. Trefft mich dort. Okay. Wo ist denn da? Die Frage ist natürlich, wo ist das da, ne? Na, hier wahrscheinlich nicht. Oh. Warte. Nee, warte. Wir porten uns dahin. So. Können wir direkt nochmal kurz hier rein. Holen uns noch hier nochmal einen Drink. Geht aufs Haus, ne? Danke. So. Und tschüss. Jo. Die Vögel sind aber zu gut. So, ich glaube, hier war das noch gleich irgendwo, ne? Kann man nicht hauen. Wow, wow. War das nicht hier irgendwo direkt? Oh, schau mal nicht. Na gut, dann gehen wir doch mal hier den Weg lang. Shit. Oh. Ah, hier war das. Aha, hallo. Seid ihr bereit, Sir? Ja. Angriff. Achso, komm mit. Falsche Richtung. Oh, oh. Crush Gore, du bist zu spät. Das Ritual ist vollbracht. Oh. Na, wer wird das? Oh, shit. Das nächste Versteck ist in Kajanto. Treff mich dort. Oh, hallo, die Tür geht noch auf, okay. Ich dachte, scheiße, haben wir verkackt.
Aha. Ach so, ach, guck mal an, das ist die andere Seite, ne? Ja, verstehe. Ja, wo der Bürgermeister noch geflohen ist und sowas. Interessant. Ja. So, einmal kurz hier aufwerten. Leben. Sorry. Wird alles ganz schön teuer hier, ne? So. Gespeichert haben wir dies, das hier ist. Okay, dann suchen wir uns mal die Base of Operation hier. Ja, ich dachte eben ganz kurz so dieses, oh Mist. Ja. Jetzt habe ich den zu schnell getötet und komme nicht mehr da rein. Aber nein, alles gut. Die Tür ging dann automatisch wieder auf. Und ja, interessant, also wie das alles so zusammenhängt, finde ich ziemlich cool. Alles ziemlich gut durchdacht und sowas. Macht Spaß. So. Irgendwo war doch hier, glaube ich, gleich der Eingang, ne, oder? Ja. Okay. Seid ihr bereit, Sir? Ja! Den wollen wir mal. Geht voraus, Lord Crushcore. Was? Warum? Wenn er mir jetzt in den Rücken fällt, ne? Aha, die Schweine sind da! Reichtum für den, der mir den Kopf von Crushcore bringt. Hallo? Soll denn? Also der zum Beispiel nicht. Dann haben wir einen Dämon, nehme ich mal an, ne, oder? Oha. So. Boah, shit. Oh, was trinken? Was trinken? Boah. So, okay. Oh. Scheiße. Ich hab da gar nicht drauf geachtet. Oh nein. Nein. Mist. Ich hab da gar nicht drauf geachtet. Ich war da so im Kampf gerade vertieft, ey. Scheiße. Oh, Vögel rausholen hier. Okay, da kommt der Dämon. Platz. Oh. Oh, der Priester greift an. Okay, der Dämon ist tot. Die Vögel sind echt übel, ey. Ich glaube, das waren alle. Moment, der hier lebt noch. Ach so. Sieh mich an, du Halunke. Du Halunke. Sag mir, wo dein Anführer ist. Dann verschone ich vielleicht dein Leben. Er ist auf dem kompletten Friedhof, aber das ist unwichtig. Ihr werdet ihn niemals aufhalten. Das wird sich zeigen. Okay. Ein bedeutender Sieg, Lord Crushcore. Dank der Informationen, die wir im Versteck fanden, wissen wir nun, dass Robert sich auf dem kompletten Friedhof versteckt. Spürt ihn auf und räumt diesen Nichtsnutz aus dem Weg. Okay. Aha. Ah, deswegen jetzt ist es offen, ne? Ja, okay, gut. Dann sehen wir was fürs nächste Mal, würde ich sagen. Spiel speichern hier. Okay, gut. Aber leider haben wir eine Sache immer noch nicht geklärt. Quest. Da. Besessener Ehemann. Und dass wir den modernen Tränk hin müssen. Naja. Ich weiß es echt nicht. Ich werde es schon irgendwie feststellen. Wir werden schon wieder rausfinden, wo das war.
Aber hier, ne? 63%. Na gut, jetzt haben wir 63% schon mal. Guten Fluchler haben wir getroffen, Gargeule. Ja, ein paar neue dazugekommen. Ja, gut, okay. Die Kultisten jetzt nochmal, die Wachen. Na gut, jetzt werden die alle freigeschaltet hier, ne? Ja, da ist der Schläger. Edgar. Der Magier. Werwolf, Anomalie, Skelettritter. Brutus. Gepanzerte Anomalie. Ja, ja, okay. Pestboot. Feudes Champion. Ja, okay. Peiniger. Jetzt werden die langsam alle freigeschaltet. Na, okay, gut. Aber trotzdem 63%. Na, ein bisschen was ist noch so tun hier. Paimons wahre Form. Ja, doch, ein bisschen haben wir noch vor uns hier. Aber wir werden das schaffen. Genau. So, und jetzt erstmal hier. Zack, einmal rausseppen. Und F. 4 hier, wo ist es denn da? Und dann sind wir wieder hier, haben noch die Frage der Folge vor uns, gut, neutral, böse, ne? Sollte man das anzeigen bei den Quests oder bei dem New Game Plus, optional irgendwie oder sowas, ne? Oder würdet ihr es blöd finden, wenn man da schon gelenkt, sag ich mal, seine Gesinnung spielen kann, ne? So, schreibt es in die Kommentare. Ich für meinen Teil denke, als New Game Plus Option wäre das schon nicht falsch, wenn man das denn optional anwählen könnte. Ne? So, aber wie gesagt, vielleicht seid ihr anderer Meinung, haut es unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, ne, liked doch den Kanal hier, ne? Daumen hoch hier fürs Video und so weiter. Wird uns auf jeden Fall freuen. Und ja, wir freuen uns auch, wenn ihr jeden den Kanal abonniert und dann immer mal wieder reinschaut und sowas. Ne? So, ja, wäre eine ganz coole Sache. Und wenn ihr denn dabei seid, auch könnt ihr noch uns folgen auf Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, /BloodandBrain, wie angegeben. Facebook, Twitter, Twitch, Instagram. Wir sind da überall zugange, ne, und freuen uns, wie gesagt, über jeden, der mal Hallo sagt. Facebook und Twitter posten wir halt auch, wann wir online gehen, was wir streamen, was wir hochladen, was auf YouTube gerade geht, wer dabei ist und so weiter und so fort. Plus Infos über Totenstadt und Voodoo Heads, unsere beiden Gartenspiele, über die ihr auch Infos findet auf www.bloodandbrain.de und www.totenstadt.com, inklusive Regelwerk, Beispielkarten und Demo-Videos. Ja, auf Twitch sind wir auch unterwegs, ne? Montag, Dienstag und Mittwoch, 20 bis 23 Uhr, plus minus eine halbe Stunde und ja, sporadisch auch an anderen Tagen, deswegen lasst einen Follow da, das klingt immer so komisch, ne, das da, dann kriegt ihr mal Bescheid, wenn wir da online gehen und den Stream starten. Ja, gut, ich würde sagen, das war jetzt alles für diese Folge, der Anfang war ein bisschen holprig und da sind wir eine Weile irgendwie rumgeeiert, nichts ist passiert und so und naja, nächste Folge wird auf jeden Fall spannender, da ich meine, die Kultisten und so, ah, sehr cool. Ich bin gespannt. Also dann, danke fürs Zuschauen, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.